Hallihallo, liebe Leute. Willkommen zu einer neuen Folge vom Live After SAE Podcast. Dieses Mal gleich mit mehreren ersten Malen gleichzeitig. Wahnsinn. Glenn, wie geht's dir? Moin. Was gibt's Neues? Hi, Curdy. Danke dir. Mir geht's gut. Bisschen gestresst, ist total warm draußen, habe mich abgehetzt, um das ganze Equipment noch hier hinzubekommen, denn wir sind hier nicht irgendwie bei dir oder bei mir, sondern wir sind bei Flowing Motion Studio im Studio und deshalb herzlich willkommen an die beiden Inhaber, an Marvin und an Fred. Hi, Jungs. Hi. Sag ich dir, cool, dass ihr da seid. Hey. Und cool, dass wir hier sein dürfen. Vielen lieben Dank. Kein Thema. Ja, ihr seid jetzt zum zweiten Mal hier bei uns in der Show. Nicht umsonst, denn als ihr das letzte Mal da wart, haben wir den Podcast relativ frisch gegründet. Und ihr habt auch frisch Flowing Motion gegründet. Und wir wollen jetzt mal einsteigen, was ist denn damals so passiert? Was ist von damals bis jetzt passiert? Und zu Beginn vielleicht nochmal für die Leute, die euch nicht kennen. Wer seid ihr? Was macht ihr? Und warum macht ihr das, was ihr macht? Sollten wir gewohnt sein, ne? Also erstmal, hi, ich bin der Marvin. Ne? Danke, dass ihr hier seid, weil wir sind ja bei uns diesmal. Ersten Mal, Disclaimer, die erste Folge, die physisch in einem Raum aufgenommen wird. Ja, Wahnsinn. Stimmt. Richtig ungewohnt so in den Zeiten. Wild. Fred und ich haben zusammen Flowing Motion Studio gegründet, wie man in der ersten Folge auch schon entnehmen konnte, letztes Jahr im April. Genau jetzt sind wir in unserem eigenen Büro, was wir seit, also zu unserem Einjährigen auch dann im Endeffekt so eingerichtet haben und eröffnet haben. Und genau, wir sind eine Videoproduktionsfirma, beziehungsweise haben uns auch auf Animationen beschränkt, beziehungsweise spezialisiert im B2B-Bereich. Genau, und sind da gerade auch sehr unterwegs mit, also viel Erklärvideos, was durch die Corona-Zeit natürlich einfach ein bisschen einfacher umzusetzen war, als vor Ort zu sein am Set. Genau, Fred, willst du dich auch einmal vorstellen? Ja, ich bin der Frederik. Ich habe den Fall verloren. Ich möchte, was du. Wer bist du? Ja, ich bin quasi der zweite Gründer und auch ein bisschen die treibende Kraft, dass wir überhaupt gegründet haben. Aber ich glaube, das habe ich letztes Mal so. Ja, stimmt. Ja, hat er. Ein bisschen breit getreten, Marvin sich ein bisschen dazu hinreißen lassen musste, weil Gründen ist ja nicht unbedingt immer nur Spaß. Ja, glaube ich. Was? Ja. Genau. Und okay. Ja, ich bin quasi Animator. Ich animiere diese vielen Sachen. Ich bin für die Postproduktion zuständig, schneide viel und mache auch gerne die Orga, auch wenn wir uns da sehr viel aufteilen. Ja, das stimmt wohl. Genau. Ja, sehr, sehr gut. Weil wir gerade hier, weil du gerade meintest, zum Einjährigen, dass ihr hier ins Office gekommen seid. Das klingt ja für einen Außenstehenden wie eine ziemliche Erfolgsgeschichte. Ihr habt gegründet, ihr hattet ja schon mal ein Office in der Bochumer Innenstadt. Genau. Und ich meine, es war Corona, man kam nicht viel rum. Wir haben uns, glaube ich, auch leider nicht so viel gesehen, wie wir es gerne. Ist schon ein bisschen her, ja. Das ja, na klar, weil man konnte ja nicht viel rausgehen. Und es erreichte mich dann einmal die Nachricht, ja, also die Jungs, die ziehen jetzt in ein größeres Office. Und dachte, ja, scheint ja krass zu laufen. Ja, dachte ich auch. Sehr cool. Wie kam es dazu? Sollen wir ehrlich sein? Ja, das ist viel als das in der Innenstadt. Wo sind wir denn überhaupt? Genau, ja, erzähl doch mal. Also erstmal, man muss ja dazu sagen, vorher hatten wir halt ja ein kleines Büro, also wo wir quasi jeden einen Schreibtisch drin hatten und einen Schrank so im Coworking Space. So, ne? Ja, das war natürlich super geil, weil es war ein super Start und also absolut auch eine geile Gelegenheit, weil sonst hätten wir das irgendwie wahrscheinlich selber nie irgendwie so gekriegt. Und dann war es halt mega in der Innenstadt. Man hatte ein gutes Netzwerk da halt auch, was natürlich auch wieder Corona-bedingt ein bisschen eingeschränkt war. Und dann haben wir aber auch mit anderen Startups und sowas uns viel unterhalten, was die so gemacht haben am Anfang, ob die ein eigenes Büro haben. Und da sind wir auf Björn und Katharina von Sperlingbecks gestoßen. Und die haben uns dann mal gesagt, so fing ja unter uns, hier ist noch eine Etage frei in Bochum-Hamme, in einem Industriegebäude. Cool. Und ja, wir haben es anfangs so, ja, okay, so hingenommen. Und dann hat man mal so ein bisschen detaillierter darüber gequatscht, was zahlen die so, was zahlen wir so und irgendwie, was kann man da noch machen, und haben dann gemerkt, dass die Vermieterin uns total viele Freiheiten geben wollte, so könnt ihr austoben, wie ihr wollt. Schön. Und mega. Dann konnten uns hier echt breit machen und im Endeffekt hat das
dann gut geklappt. Ne? Habt ihr jetzt hier mehr Platz als vorher? Weil ja, vorher nicht total. Das den Vierfachen. Ja, ach, genau. Cool. Also man muss dazu sagen, das ist nochmal ganz gut erwähnt, wir haben jetzt ein Büro auch noch hier untervermietet. Und dann haben wir einen Konferenzraum, quasi einmal wieder den gleichen Raum mit zwei Schreibtischen und Schrank. Und noch ein Postproduktionsstudio, was wir jetzt hier entwickeln wollen, wo wir jetzt gerade drin sitzen, aber ist noch nicht ganz so mit der Technik ausgerüstet. Das kommt noch. Eine Küche und eigenes Badezimmer. Also, das ist schon ein Upgrade, würde ich sagen. Ne? Also gut, das können die Zuhörer jetzt nicht sehen, aber es ist wirklich sehr schick hier. Es ist echt. Ja, total. Danke, danke. Sehr, sehr hübsch. Wenn man sich die erste Folge mit euch anhört, kann man ja dich da rausnehmen. Ihr habt gerade erst gegründet. Ihr arbeitet, wenn es richtig ist, bis heute ist, mit einem Gründerzentrum NRW zusammen. Ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert. Das müsst ihr mir gleich mal erklären, was das ist, was das für Selbstständige tut, was es bringt. Aber ihr habt da schon einige coole Projekte gemacht. Und ja, ich sage das C-Wort schon wieder. Wir hatten ja immer noch Corona. Hm. Und wie habt ihr denn in der Zeit Akquise gemacht? Hauptsächlich über unser eigentlich schon bestehendes Netzwerk. Also A, Stammkunden. Mhm. Sehr cool. Immer ganz praktisch, wenn man so ein paar Kunden hat, die immer wieder auf einen zukommen. Da ist halt ganz klar ein Kunde von uns, der USB. Auch von dir? Können wir mal kurz erklären. Ist schon so, alle hier, genau. In there, done there. Genau. Der USB Bochum ist der Entsorger hier in der Stadt. Und ich habe das erste Mal vor 3 Jahren sogar mit denen zusammengearbeitet. Ja. Für eine Bildungsmesse. Ich glaube, das war das erste. 2018, ja, ja. Genau, das war sogar noch mit der SAE. Das war so noch als Studentenprojekt. Und ja, das hat denen so gut gefallen, dass sie dann quasi wieder auf uns zugekommen sind. Und dann haben wir Erklärvideos für die gemacht. Und ja, jetzt stehen auch schon die nächsten Projekte wieder an. Mhm. Also die sind echt dauerhaft da und kommen immer mal wieder mit Projekten an. Aber da muss man auch zu ergänzen, dass wir da auch versucht haben, unseren Fokus jetzt drauf zu legen in diesem Jahr. Ja. Dass wir halt den Unternehmen, die jetzt natürlich auch sonst so in der Versenkung verschwinden würden, ne? Klar. Ja, dass wir dann auch dann eher angeboten haben zu sagen, okay, komm, wie sieht's aus mit, wir machen jetzt regelmäßig was für euch und nicht, ihr fragt an, wann ihr was habt, sondern wir gucken, dass wir irgendwo so einen Rhythmus hinkriegen. Ne? Und deswegen haben wir jetzt auch ein, zwei Kunden, die wirklich monatlich was von uns irgendwie dann an Content geliefert bekommen. Ach krass. Das heißt, ihr konntet innerhalb von einem Jahr schon das hinbekommen, dass ihr feste Kunden habt, die jetzt regelmäßig zu euch kommen, eben durch solche Modelle. Ja, genau. Das ist schon sehr cool. Das ist stark. Also wiederkehrende Kunden. Beste. Ja, wirklich, ja, das stimmt. Aber wie bekommt man Leute dazu, Stammkunden zu werden? Gute Arbeit abliefern. Ja, okay. Akquise. So hart ist. Also, ja. Soll ich dir auf die Schulter klopfen? Nee, lieber nicht. Aber kann ja auch schnell wieder sich ändern. Also, das muss man ja auch dazu sagen. Nur weil jetzt jemand ein Stammkunde ist, heißt das ja nicht, dass das für immer ist. Ja, das stimmt. Ja, stimmt. Aber ich denke mal so: A, klar, man muss natürlich irgendwie kompetitive Preise haben. Wenn man zu teuer wird, dann suchen die sich halt oder holen die sich auch wieder neue Angebote rein. Und man muss halt mit der Arbeit zufriedenstellen, weil das merkt man ganz schnell. Wenn der Kunde unzufrieden ist, wird er nicht ein zweites Mal anfragen. Ja, ja. Ja. Und wenn man dann noch irgendwie so ein Konzept irgendwie vorlegen kann, so kann das funktionieren, dass wir das dauerhaft machen, ne, dann kann man auch ein bisschen gucken, dass man Kompromisse irgendwo gemeinsam findet und dann. Ja, klar. Gut. Ich glaube, was aber auch immer ganz hilfreich ist, offen mit Kunden von Anfang an zu kommunizieren. Das ist auch dann offen über Probleme zu reden, weil wenn man dann natürlich Probleme vertuscht, die dann nachher rauskommen oder die dann für eine Verzögerung sorgen, ohne dass man das vorher irgendwie angekündigt hat, wirft das natürlich auch immer wieder ein schlechtes Licht. Ja, auf einen selbst und das sind halt so. Ich glaube, das ist so ein Punkt, wo einen Transparenz auch weiterbringt. Absolut. Ich glaube, wenn jemand im 8. Projekt ist und dann mal sagt, ich habe hier einen Fehler gemacht, ist es, glaube ich, besser, das zu sagen als. Ja. Ich meine, das kann ja auch von Größe zeigen, ne? Wenn du sagst, wir können das und das nicht umsetzen, aber wir kennen die Leute, die das können und wir können euch weiterleiten und dann freut sich der Kunde und ihr seid dann halt Vermittler und immer das Bounding ist immer da und es kommt eigentlich ganz gut. Ja, zusätzlich konnten wir jetzt auch noch, also wir haben auch in diesem Jahr versucht, an Ausschreibungen mehreren teilzunehmen und ich glaube jetzt irgendwie grob gesagt, so 10 Stück haben wir auf jeden Fall mitgemacht bislang und eine haben wir davon für uns gewinnen können, also war da auch zum Glück eine große, also da sieht man aber halt auch, dass es nicht mal so eben ist, ne? Cool, ja. Und da war es halt dann auch so, wo es einen mega engen Zeitplan gab und wir gedacht haben, ja, wie soll man das denn umsetzen? Aber erstmal einfach gemacht und im Endeffekt wurde dann später von denen auch kommuniziert, ja, haben wir uns ein bisschen überschätzt,
So, ja, okay. Und wir hatten anfangs so, boah, dann müssen wir uns ranhalten und alles. Und die haben dann so, ja, nee, ist okay, ihr könnt mehr Zeit lassen. Und dann war es auch irgendwie nochmal gut, da transparent zu sein. Ja. Das ist auch so teilweise unsere Devise von wegen so fake it, make it. Manchmal kann man das machen, ne? Dass man sagt, ja komm, ich kann den Sounddesign-Job machen, obwohl man das noch gar nicht so oft gemacht hat. Ja, ja. Haben wir ja schon öfter drüber gesprochen. Ja, ich auch schon. Und dann wächst du mit der Aufgabe, weil du es dann einfach machen musst bis übermorgen. Und dann kriegst du es eigentlich hin. Wenn du einfach sagst, ja, ich kann das und dann lernst du es halt beim Machen. Bedeutet auch meistens zwar dann mehr Arbeit, als man eigentlich rechnen kann, aber, dann aber man hat wenigstens den Job. Also ich kenne da so zwei Typen, die dann auf die Idee kamen, einen Podcast zu machen. Noch nie irgendwie im Entferntesten wussten, wie man es macht. Aha, kriegt man schon hin, oder? Ja. So schwer kann das ja nicht sein. Nee. Offensichtlich ist es nicht so schwer, weil wir kriegen es ja auch hin. Genau, oder? Funktioniert also. Krass. Kommen wir nochmal zum Gründerzentrum. Das interessiert mich. Was ist das? Und uns hören ja sicher auch noch einige andere Gründer. Wie hilft das Leuten weiter? Und wie arbeitet ihr? Wie kommt man da rein vielleicht auch? Ja, genau. Ja, es gibt ja verschiedene Stufen. Also zum Beispiel, es fängt immer mit der Wirtschaftsentwicklung vor Ort an. Also zum Beispiel, die muss nicht mal Wirtschaftsentwicklung heißen. Heißt nochmal unterschiedlich. In Bochum ist es die Wirtschaftsentwicklung. Die ist dann auch quasi der Ansprechpartner für einen hier vor Ort. Und wenn es man jetzt von dem Gründerzentrum NRW ausgeht, das ist über das Projektzentrum Jülich läuft das von einer Landesregierung, bewirbt man sich quasi hier mit einem Projekt, pitcht das dann von einer Jury hier in Bochum und dann wird halt entschieden, ob man das Gründerstipendium erhält oder nicht. So, und das wäre so ein großer Punkt, den man überhaupt neben der reinen Beratung vom Gründernetzwerk kriegen kann. Es ist halt dieses Gründerstipendium, wo man 12.000 Euro pro Gründer über 12 Monate kriegt. Also man muss dazu sagen, das ist jetzt bei uns aber Anfang des Jahres, März, ausgelaufen. Ne? Und ich glaube, was du jetzt meintest, Kurt, war das Mediengründerzentrum NRW. Ne? Genau. Ja. Ihr habt beide auf der Webseite. Ja, das muss man nämlich gut auseinanderhalten. Ja, okay. Das sind zwei verschiedene Sachen. Okay. Das wäre dann nämlich das nächste gewesen. Ja. Das ist nämlich die eine Sache. Und dann gibt es das Mediengründerzentrum NRW, wo wir jetzt eben seit Anfang des Jahres dann Stipendiaten sind. Und das ist mit Sitz in Köln eine Organisation, die sich halt darum kümmert, Medienschaffende in NRW halt zu unterstützen in der Gründung. Das wird unter anderem auch von der Film- und Medienstiftung NRW unterstützt. Und ja, das ist halt dann aber ein anderes Stipendium. Und zwar wird da dann unterstützt mit, wie nennt sich das nochmal? Achso, also quartalsmäßig auf Betriebsmittel kriegt. Genau, Betriebsmittelzuschuss. Ja. Genau. Das andere Stipendium ist wirklich zur Unterstützung der Gründer mit ihren zum Lebensunterhalt, eine Bezuschussung. Mhm. Und das andere ist ein Zuschuss, der dann eben die Firma finanzieren soll. Und gleichzeitig haben wir wöchentlich Workshops, heißt, man lernt auch sehr viel. Und eigentlich das Wichtigste von dem ganzen Ding ist einfach das Netzwerk. Also, ja, unfassbar großes Netzwerk. Cool. Das könnt ihr nutzen direkt. Ja, genau. Total. Und man lernt also nicht nur die Stipendiaten aus demselben Jahr, die man kennenlernt, wo halt immer super coole Firmen bei sind, mit denen wir jetzt auch schon Projekte teilweise angefangen haben, sondern auch die Alumni. Ich hoffe, ich habe es diesmal richtig ausgesprochen. Ja, du hast richtig ausgesprochen. Das ist meine Schwierigkeit. Alumni. Alumni. Alumni Association. Achso, ja. Dabei auch nochmal zu erwähnen, hier Chris und Merlin von Geki, beziehungsweise mittlerweile Übermut, waren da ja auch letztes Jahr. Genau. Und die sind zum Beispiel auch Alumnis da. Und wir waren, also beziehungsweise ich jetzt nicht, weil ich war da im Urlaub, aber Fred war jetzt auch in der Veranstaltung jetzt mal wieder in Präsenz. Ja. Auch und da haben die sich dann auch wieder getroffen. Ach, cool, Grüße an Chris und Merlin. Shoutout an der Stelle. Übermut. Ja. Shoutout, von auch im Podcast schon. Ja, die haben damals über das Rebranding gesprochen und jetzt ist Übermut heißen die Jungs jetzt. Ja. Ja. Grüße gehen raus. Gerne die Homepage angucken, habe ich gestern gemacht, sieht sehr cool aus. Ja. Link in den Shownotes. Okay, aber nochmal, also wie komme ich denn da rein? Also ich stelle mir vor, ich gehe auf die Homepage, Gründerzentrum und dann kannst du dich da irgendwie online bewerben, dann kommst du wahrscheinlich dahin, sagst, hi, wir sind eine Filmproduktion und wie sieht dann so der Prozess des Bewerbens aus? Also beim Mediengründerzentrum NRW ist es ein bisschen kompakter, das geht einmal im Jahr. Und zwar, ich glaube, Bewerbung beginnt immer im Oktober oder November. Ja, irgendwann im Herbst war es so auf jeden Fall. Genau, Spätherbst. Ja. Da gibt es aber auch nochmal so eine Veranstaltungsreihe, die am Ende des Jahres eigentlich machen. Das nennt sich MGZ Intro. Da kann man sich einfach so Workshops mitmachen. Mhm. Und da lernt man dann halt auch was über den Prozess der Bewerbung an sich. Gibt es dann nochmal eine Infoveranstaltung. Und da muss man dann halt einen
Businessplan einreichen. Ein Wissensplan? Einen vollständigen Businessplan. Also ist der Kurs Businessplan, habe ich es... Nee, ich glaube, Glenn hat Wissensplan. Ich habe es falsch verstanden. So. Glenn Wissensplan. Okay. Okay. Wissensplan. Nein, ein Business. Hast du aber gesagt. Okay. Okay. Ja, ja. wir alle in der SAE lernen. Also, ja, ja. Den bitte vernünftig machen im, weiß nicht, was ist das, fünftes Semester oder viertes Semester? Je nachdem. Zum Bachelor, fünftes, ja. Genau. Viertes, fünftes. Ja. Ja, genau. Den vernünftig machen, den braucht ihr, wenn ihr gründet danach. Ne? Schon mal hier der erste Service-Tipp. Wenn ihr auch nur die leiseste Ahnung der habt, erste, da dass kommt ihr gründet, noch. Macht das. Ja, das macht keinen Spaß. Ja. Das sind Zahlen und Dinge ausdenken. Ja, und gefühlt wirkt das alles fiktiv, aber ja, das kann man gut verwenden danach. Ja, ja, klar. Okay. Wie, also, das hat uns wirklich geholfen. Ja, ja. Also, ich glaube, ohne den Kurs hätten wir es nicht geschafft, so einen guten Businessplan halt zu schreiben, ja, mit dem wir dann... Man muss dazu sagen, ne, bis jetzt, egal wo wir den eingereicht haben, das hat immer gut funktioniert. Ne? Also, sehr gut. Cool. Ja, schön. Also damit sind wir ganz gut eingereicht. Das heißt, er wird eingereicht und genau, dann wird er... Dann gibt es nochmal eine Vorauswahlrunde, genau, genau. Eine Vorauswahl wird dadurch gemacht, dann gibt es einen Pitch und ja, den Pitch macht man dann vor, ja, einer Jury, ja, gemixt aus halt eigentlich so den Gesellschaftern, ja, genau, des MGZ. Also die gucken sich da auch halt an, schon also die Leute, mit denen man dann auch danach zu tun hat vom MGZ, gucken sich da halt auch, ja, an, okay, was machen die Firmen und wie kann man da gut entwickeln, das Potenzial rauskitzeln und sowas. Genau. Also sagen wir es mal so, die würden jetzt nicht da ins tote Pferd investieren. Also die gucken sich schon vorher die, genau, Formen an. Bisschen, ja, die Hülle der Löwen stelle ich mir das, ja, vor irgendwie. Ja, also ja, der Effekt blieb ein bisschen aus, weil wir es ja online machen mussten. Ja, so, deswegen ging es. Ja, gut. Aber ich glaube, sonst hätte es so den Charakter vor Ort gehabt. Cool, ja, okay. Und man muss dann sagen, im Endeffekt sind wir jetzt 12 Unternehmen oder was? Genau, sind immer 12 Unternehmen, ja, die jetzt reingekommen sind. Und dann. Von wie vielen denn ungefähr? Das weiß ich jetzt gerade gar so nicht. Es hieß mal, es 50? Gibt, ja, also ich glaube, es gab auch schon mal dreistellige Bewerbungen. Wow, also das wird nicht geöffnet. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, das, okay, machen die gar nicht. Ich glaube, im Nachhinein wurde mal so ein bisschen kommuniziert, wie viele Bewerbungen es gibt. Mhm. Aber auf jeden Fall schon. Wir sind schon ein paar. Ja. Ja, aber das sieht sicher ganz schön aus dann, ne? Mhm. Beeindruckend. Ja. Ja, dann kann man euch ja fast gratulieren. Das ist ja wirklich sehr, sehr gut. Also, ich muss es tatsächlich auch nochmal sagen: Denkt an den Businessplan. Ich glaube, wenn man halt von der SAE kommt, kennt man unweigerlich einige Leute, die gegründet haben. In den verschiedensten Bereichen, sei es ein Studio, sei es eine Filmfirma, sei es im Bereich Games. Kleine Game-Klitsche gegründet haben erstmal. Das ist wichtig. Lernt das. Das ist gar nicht so. Im Studium denkt man sich so, naja, muss halt gemacht werden. Ja, ob seine Note stimmt. Ob seine Note stimmt und dann schmeißt man es in Müll, Apfelpapierkorb. Nee. Mach das mal lieber nicht. Das ist sehr, sehr, ja, gut. Ja. Wenn man auf eurer Webseite unterwegs ist, die ich mir heute natürlich nochmal angeguckt habe, wie sie es gehört. Ihr habt auch eine sehr schicke Webseite. Habt ihr die selber gebaut, danke, oder eingekauft oder? Squarespace. Not sponsored. Also nicht jedes YouTube-Video eines Kreativschaffenden rausgesucht, 10%. Nein, ohne. Also okay, sauber. Ist überhaupt kein Shaming an der Stelle. Ich glaube, die, nee, meisten, sehr viele Leute nutzen irgendwelche Presets oder haben eine Jimdo-Seite oder sowas. Wix, genau. Wix auch, ist völlig legit. Sieht aber cool aus. Darauf wollte ich allerdings gar nicht heraus. Sondern, wenn man sich eure Webseite anschaut, sieht man, dass ihr viel mit lokalen Vereinen aller Couleur zusammenarbeitet und viel für die arbeitet. Wie geht man denn auf solche Vereine zu oder kommen die zu euch? Weil die sind jetzt ja keine coolen, shiny Businessfirmen mit coolen Webseiten. Halt ein Verein so. Wie macht man das? Ja, auch wieder so ein Mischmasch aus teilweise über Kontakte, Netzwerk. Also wir haben ja zum Beispiel letztes Jahr und dieses Jahr machen wir das wieder für das Entenrennen Lünen. Das meinte ich zum Beispiel. Genau. Ach so, das ist total sympathisch. Ja, genau, haben wir kommt man ja so eine Eventbegleitung quasi gemacht. Und weil wir nämlich eine befreundete Agentur haben, den Andreas, der sitzt in Dortmund, hat aber Kontakte nach Lünen, weil dort auch der WFZ Ruhr sitzt. Und das ist ein Verein, beziehungsweise. Guck mal, der Glenn grinst schon wieder, weil der auch so eins war bei dem Auftrag. Ja, weil ich kann das kurz auflösen. Wir machen viel zusammen. Also ich spreche halt für eure Animationen, damit die Zuschauer und Zuhörer das wissen. Deshalb grinsen wir die ganze Zeit. Ja, also, und man muss dazu sagen, bei dem WFZ-Ruhr-Ding hat Glenn auch für uns gesprochen. Da hatten wir so einen Jubiläumsfilm gemacht. Und da haben wir auch mit dem Andreas zusammengearbeitet, der sich als Redakteur da noch mit eingebunden hat und der hat uns dann halt auch zu solchen Sachen weiter
vermittelt, okay, und hat gesagt so, hey, genau, Jungs, also das zum Beispiel mit dem Entenrennen, das ist so eine Charity-Aktion. Ja. Also das machen wir alles, damit so ein bisschen das ganze, die ganze Veranstaltung noch stattfinden konnte, auch zu Corona-Zeiten. So fing das an. Und jetzt ist das für dieses Jahr wieder geplant. Das kann wieder nicht im Zuge der Lünsche-Mess, genau, stattfinden. Mhm. Und damit das trotzdem noch stattfinden kann und sowas, sind wir da wieder bei, unterstützen die Leute, weil das, okay, ist halt alles für einen guten Zweck. Aber ansonsten überlegen wir uns natürlich auch, dass wir auf Vereine zugehen. Wir haben jetzt so ein paar Sachen in Planung, wo wir Ideen hätten, wie wir halt, also wir reden jetzt halt über Vereine, das sind dann meistens halt wirklich Charity-Aktionen. Mhm. Aber natürlich gucken wir auch natürlich nach lokalen Unternehmen. Der USB ist ja quasi ein lokales Unternehmen. Zum Beispiel auch. Auch wenn er natürlich ein bisschen größer ist und kein, kein Verein. Ja, aber auch. Aber ich glaube, es ging ja um die Lokalität, Vereine, nicht um, ja, genau, Vereine. Aber wir versuchen auch momentan, wo wir bei dem Thema Charity waren, auch so ein bisschen Richtung Nachhaltigkeit auch noch viel zu machen oder halt auch Umweltschutz und sowas. Und da haben wir jetzt auch noch ein, zwei Sachen im Petto, wo wir jetzt noch nicht so detailliert drüber sprechen wollen, aber wo dann, ah, okay, auch noch mal was zu, also dem Thema Artenschutz und Plastikmüll in Meeren so ein bisschen irgendwie damit was Gutes anfangen und irgendwie das ein bisschen eindämmen auch noch in Planung ist. Aber das ist noch ganz am Anfang. Also da schauen wir mal, ob das überhaupt was wird. Aber genau deswegen, solche Sachen versuchen wir auch noch ein bisschen zu integrieren. Das machen wir dann im dritten Podcast. Ja, genau. Dafür nein, müssen wir nochmal wiederkommen, zwangsläufig. Dann müsst du noch wiederkommen. Das klingt aber total spannend. Ich hoffe, das wird bis dahin. Damit. Ja. Klingt total spannend. Ja. Und ich glaube, in die Richtung wäre auch meine nächste Frage gewesen. Die kann ich jetzt nicht mehr stellen, weil offensichtlich ihr da nicht so viel rühren wollt. Ich habe sonst auch noch eine direkt. Ist auch völlig okay. Mhm. Dennoch, wenn ihr gerade sagt, ihr plant da was, wo nehmt ihr da eure Ideen her? Wie kommt ihr denn, wenn ihr nicht angefragt werdet, auf Konzeptideen? Ganz unterschiedlich. Ja. Wir haben witzigerweise, glaube ich, mal so eine ähnliche Frage, wo kommen wir auf unsere besten Ideen? Ach so, bei einem Video für das MGZ. Das Mediengründerzentrum. Genau, das Mediengründerzentrum, genau, mussten wir ein Video machen mit allen Stipendiaten. Und da haben wir die Frage auch schon beantwortet, ne? Genau, und da war halt so die Frage, ja, wo hat man seine Ideen? Ich glaube, 2/3 haben gesagt, unter der Dusche. Ja. Ich habe allerdings gesagt, in der Natur. Also, stimmt. War ja klar. Ja, voll, ja, muss ja, ne? Ja, meistens vorm Einpennen, wobei inzwischen habe ich so viele Ideen einfach auch spontan. Ja, ja, stimmt. Ja. Das ist cool. Wenn man so viele Ideen hat, dann muss man auch irgendwas damit machen. Ne? Es reicht ja nicht nur, die zu haben, sondern muss sie umsetzen. Und dann kann ich mir nochmal vorstellen, dann gehst du an Kunden dran, also du akquirierst die. Wie stellt man denn einem Kunde so eine Idee vor und habt ihr sowas wie eine Customer Journey? Das lernt man ja wahrscheinlich auch so in der Businesswelt. Also wie gehe ich an Kunden ran und wie erfährt er mit mir, zum Produkt zu gehen? Also zum Beispiel, wie sieht ein E-Mail-Verkehr aus? Wie sieht mein Angebot aus? Wie verkauft ihr dem Kunden eine Idee, um den halt später zu konvertieren? Also ich glaube, das Wichtigste ist, dass man den Kunden einschätzen kann. Also weil wenn man jetzt schon mal anderweitig irgendwie zu tun hatte, dann ist es auch ganz schnell gemacht, glaube ich, sehr unverbindlich zu sagen, wir haben da was vor. Und man bereitet irgendwie so eine Art kleinen Pitch vor, der aber gar nicht so formell ist oder sowas. Natürlich, wenn man jetzt ein Unternehmen, wo man sagt so, wir haben jetzt eine richtig gute Idee, das wird zu dem passen und die kennen uns aber noch nicht, dann muss man natürlich wesentlich mehr, genau, Vorarbeit leisten. Also dann wie ein komplettes Konzept ausarbeiten, okay, am besten mit Präsentation und auch eine Kalkulation, was das ungefähr kosten würde, ein Angebot. Sowas muss man da schon zu liefern, ne? Ein paar, okay, Zahlen und Fakten mitbringen, die sagen, okay, das macht Sinn und ist für uns auch eine gute Sache. Und das ist, glaube ich, der Kasus Knaxus dran. Ne? Man muss ja, aber, genau. Ja, das Thema ist nur wirklich strukturiert gehen wir da auch nicht ran. Ja, aber also es funktioniert ja, ne? Ja, ja. Aber das Thema ist halt, der Begriff Customer Journey ist ja wirklich schon so eine feste, ja, ja, Struktur zu haben. Wie leitet man ja, ja, genau, durch? Genau. Und das haben wir halt so gar nicht. Also, das heißt, ihr guckt noch individuell, was passt zu dem Kunden und dann geht, genau, einfach ganz auf die Leute zu. Und wir gucken halt auch, das Ding ist ja auch, dass wir haben Kunden, mit denen siezen wir uns. Wir haben Kunden, die duzt man. Und das variiert so stark, dass wir irgendwie... Ja, das meine ich ja genau, ne? Du musst ja individuell drauf gucken, mit wem du quatschst. Ja. Ne? Ja, ab einer gewissen, ja, Größe muss man es wahrscheinlich in irgendeiner Form streamline. Gerade auch, sagen wir mal, man will jetzt wachsen und wir haben irgendwann ein 20-Mann-Team oder so. Ja. Und wir haben Vertriebler. Dann müssten die Vertriebler ja auch irgendwie eine Idee haben, wie sie alle ähnlich mit ihren Kunden umgehen. Weil, genau. Es kann ja Branding jeder just for fun machen, was er macht. Genau. Ja, genau. Was machen wir? Genau.
Ja, ich frage nur, weil man sich dann ja so als Firma präsentiert. Ich kann jetzt einfach so ein PDF runterschreiben oder ich kann wirklich einen schönen Rahmen machen und das schön verpacken. Apple Unboxing Experience ist immer so, finde ich, das Buzzword dazu. Das wirkt halt viel hochwertiger. Das ist Wahnsinn. Genau. Und ob sowas gibt. Aber ich finde es cool, wenn man das individuell macht. Und dann einfach nur den Namen in dem E-Mail-Template ersetzen. Individuell, ja. Frederik, weil du gerade 20-Mann-Team gesagt hast. Ich wusste, dass das kommt. Ja, das war so gut. Diese Vorlage muss ich annehmen. Ja, absolut, es war ein Elfmeter und eine Torwart. Wirklich, ich kann nichts machen, ne? Ja. Ihr wisst, was kommt. Mhm. Was sind die Zukunftspläne? Wo geht's mit Flowing Motion hin? Es scheint ja alles gut zu sein. Ich würde sagen, große Räumlichkeiten, ne? Wenig Menschen hier. Ich wollte gerade sagen, ihr habt locker Platz für 20 Mann. Also, boah, wo geht die Reise hin? Das wäre eng, aber. Nee. Also, wir planen ja schon, wir planen gut zu wachsen. Ja, also. Wir gucken auch, wie man es mit Mitarbeitern machen kann. Es ist natürlich immer, es ist nicht leicht, sagen wir mal so, als kleines Unternehmen sich irgendwie auf einen ersten Mitarbeiter festzulegen. Mhm. Weil A, muss man wen finden, der dann zu uns beiden passt. Und der muss dann halt auch mit uns in einem Dreiergespann funktionieren. Und dann ist ja auch noch diese ganze, klar, es läuft gerade gut, aber man weiß nicht, was in einem Jahr ist. So. Ja, ein Mitarbeiter kostet auch Geld. Hat keine Planungssicherheit. Ne? Ja, und was ich auch noch mal, was ich total unterschätzt habe am Anfang, ist halt, man hat natürlich als Gründer eines Unternehmens eine ganz andere Identifikation und sowas. Und wenn ich mal überlege, ich war ja früher auch Angestellter mal, da war es natürlich auch, ohne das jetzt irgendwie abwertend zu sagen oder so, aber war dann um 16 Uhr fällt der Stift und dann ist erstmal das Thema Arbeit aus dem Kopf. Und irgendwo ist dann die Diskrepanz zwischen diesen beiden Varianten sehr, sehr, sehr groß. So, ja, richtig, richtig. Da muss man irgendwie auch echt gucken, dass dann jemand, wenn jetzt eine Person eingestellt wird, dass die irgendwo nicht so extrem in der Diskrepanz ist. Ja, ja, okay. Und aber wir sind bei dem Thema dran und es ist auch schon ein bisschen was gelaufen, aber da können wir auch, weil wir können momentan nicht so viel vermelden, ne? Also, ja, aber das wäre ein bisschen früher jetzt irgendwie zu sagen, weil dann alles entschieden ist. Es kommt ein dritter Podcast auf jeden Fall. Ja, ich merke schon, wir haben jetzt schon Themen. Oder halt erstmal Freelancer dazu buchen, das ist das machen wir jetzt sowieso. Genau. Dich zum Beispiel, Glenn. Ja. Ja, gut, okay. Woher sagen, also ja, so gesehen. Projekte das erfordern, klar, dann buchen wir halt immer. Ich meine es eher so als Teil der Firma. So. Ja, aber ich finde, das ist dann wieder schwierig, weil ich finde, dauerhaft denselben Freelancer, also wirklich, sagen wir mal, 2 Tage die Woche zuzubuchen, Leute, das ist illegal. Scheinselbstständigkeit. Ja. Nee, das ist auch keine gute Idee. Da wollen wir das so besser machen, als man das schon. Genau, und ich fände es auch irgendwie komisch. Und schlussendlich kann man demjenigen dann ja, auch wenn er das will, dann besser was Festes bieten. Also wir haben zum Beispiel jetzt den Andreas, auch ein Andreas, von Spellfusion. Der ist auch beim MGZ dabei. Der hat sich zum Beispiel entschieden, er stellt aktuell nur Leute in Teilzeit an. Der hat quasi der hat ganz viele Minijobber, die halt noch einen Hauptjob haben. Mhm. Und so kann er sich halt jeden zwar nur ein bisschen leisten, aber sich dann halt die kompetenten Leute leisten. Mhm. So. Okay. Finde ich, ist auch ein interessantes Konzept. Und wir werden es wahrscheinlich dann halt auch irgendwie. Also Teilzeit ist auf jeden Fall eine Option. Teilzeit ist eine Option. Wir haben aber auch die Option vielleicht, uns quasi einen dualen Studenten auszubilden. Zu holen. Ah, jetzt plaudert er doch aus dem Nähkästchen. Ja, ist ja noch. Ja. Ne? Es gibt verschiedene. Wir stehen da mit einer Universität in Kontakt und hört sich momentan ganz gut an und wir gucken jetzt mal, ob das funktioniert. Cool. Und dann kann es sein, dass wir im Herbst vielleicht schon zu dritt sind. Also, sehr cool. Hat sich ja noch so viel Kind kriegen. Ja, ich habe auch gerade gedacht, so, und dann sind wir zu dritt. Wie war das mit Gründen und Ehe? Das ist ein bisschen zu nah, das. Ja, ja, glaub ich, da gibt es, glaube ich, viele Parallelen. Wir haben Ehevertrag. Thema Zeiteinteilung habe ich nochmal eine Frage zu. Und zwar, wir haben gerade darüber gesprochen, so ab 16 Uhr wird bei manchen Leuten der Stift fallen gelassen. Wie macht ihr das? Habt ihr feste Arbeitszeiten oder zieht ihr auch mal 2 Stunden drüber? Das macht man ja gerne am Anfang, weil man das Hobby zum Beruf macht. Wie reguliert ihr das da so? Never 9-to-5 oder Freestyle? Also bevor der Fred jetzt mit seinen Arbeitszeiten hier flext, die wahrscheinlich nicht mehr so gesund sind. Er flext auf den Sonntag. Ja. Genau, ja, also im Endeffekt haben wir. Ich glaube, bei Google stehen wir uns Öffnungszeiten drin, aber nur, wenn wir telefonisch erreichbar sind. Das muss man auch wirklich sagen dazu. Ah, ja. Weil das ist dann auch so, wir haben Dual-SIM zum Glück in Handys und dann kann man die Arbeitsnummern auch sagen, ab dann ist Ende. Aber im Endeffekt sind wir eigentlich so, wie es anfällt. Und da ich halt eher der Frühaufsteher bin, bin ich dann auch mal um 7 oder 7:30 im Büro. Und Fred kommt dann manchmal halt auch später, dafür ist der länger hier. Und
Ja. Also momentan auch am Wochenende öfter. Jetzt kannst du flexen. Flexen. Ja, Projekte. Ja. Ist dann halt so. Aber wir haben offiziell drinstehen in unserem Firmen. Wir haben Gründungsvertrag, haben wir drinstehen 40 Wochenstunden. Aber also das ist so die offizielle Geschichte. Realistisch. Ja. Aber es ist dann halt echt, wie es anfällt, ne? Also ja, das ist, da sagen wir nicht. Ja, machen wir Wochen, wo wir 30 Stunden sind. Haben, mehr oder also ja. Effektiv. Ja, effektiv, so, okay. Klar, vielleicht lungert man dann hier noch rum, aber wirklich effektiv arbeiten. Also es gibt solche Wochen. Ja, das ist aber eine Festanstellung auch, ne? Also ja, du hast natürlich sagen. Auch Wochen, wo du halt, gerade wenn du vielleicht eine Firma ist, wo du dich nicht ein- und ausstempeln musst, ja. Ja. Dann sitzt du halt eine Stunde bezahlt. Länger. Ja, genau, du wirst halt bezahlt. Ja. Voll. Ja. Aber auch eine Stunde mit den Kollegen das rum. Thema ist halt auch, damit wir das irgendwie auch generell irgendwie auf dem Schirm haben, haben wir uns auch ein Tool angeschafft, wo wir dann unsere Arbeitszeiten tracken. Und man muss es dann halt einem Projekt zuordnen können oder einem internen Projekt, also sowas wie dann Organisationen oder Mails checken und sowas. Das ist dann ein internes Projekt. Und dadurch können wir überhaupt erst sagen, okay, so und so viel haben wir gearbeitet. Und wir gehen durchgehend von diesen Werten aus, aber das ist ja wirklich effektives Arbeiten, so wie du schon sagst. Ja. Ne? Bei einer Angestelltenstelle bist du dann manchmal auch ja halbe Stunde in der Teeküche gequatscht. Ja, wirst du halt auch dafür bezahlt. Ne? Und ich sag mal, wenn du es mal so jetzt siehst, dann ist man vielleicht 10 Stunden hier und du hast 8 Stunden Projektarbeit gemacht. Ja. So, ne? Also deswegen. Wenn es gut läuft. Na klar. Ja, klar. Ne? Also vielleicht. Projekt mache ich jetzt halt auch interne mit drin. Ja, okay. Ne? Nee, klar. Ja, weil wir unterscheiden dann natürlich auch noch, was verrechenbar ist und was nicht verrechenbar ist. Und ja. Ihr könnt ja gerne mal raushauen, weil ich persönlich finde das auch ziemlich cool. Kurt, glaube ich, auch so ein bisschen. Voll. Welche Tools nutzt ihr da, so, dass man so ein bisschen mal in die Business-Schiene reingeht? Welche Tools zum Zeit-Tracken? Habt ihr andere Tools oder Apps, die euch helfen, so den Berufsalltag zu bestreiten? Haut mal raus. Auch so als Tipps für alle. Weil ich habe so viel rausgesucht, getestet schon. Ja, und, boah, ja komm, ein bisschen. Also Zeiterfassung machen wir über Mite. Das ist ein kleines Tool von einem Berliner Entwickler-Team. Also die Entwickler dahinter heißen Jolk. Zwei sehr interessante Namen. Ja, Mite und Jolk, Wahnsinn. Ja. Und genau, darüber machen wir die Zeiterfassung. Ich habe jetzt für mich, weil ich das irgendwie besser hinkriege, noch einen App-Tracker auf der Workstation installiert. Okay. Das ist Time Bros. Das ist aber, muss man dann individuell gucken. Da sehe ich dann aber halt wirklich minutengenau, welche Programme ich offen habe, wie ich die genutzt habe und kann dann diese Sachen quasi in einem Projekt zuordnen in Mite. Also das ist auch verpflichtend. Ja. Deswegen nutze ich das, aber zum Beispiel Marvin nutzt das nicht, weil Marvin das lieber händisch macht. Mir war das irgendwann dann zu viel, also wo man drauf achten muss. Ja. Aber da haben wir auch gesagt, dass. Dann habe ich vergessen, das auszustellen oder so. Und dann. Ja, ich hatte auch schon mal bei Mite dann da irgendwie Projekt, Recherche, 30 Stunden. Dachte mir so, hä? Never. Und dann so, was? Okay, das ist über Nacht weitergelaufen. Ja, genau sowas. Ja. Okay. Ja, und dann zur generellen Projektmanagement machen wir über Asana aktuell. Ah. Cool. Dann mir wurde jetzt letztens wieder Notion empfohlen. Ja. Trello, Slack. Ja. Genau. Ja. Ja. Aber Slack für Projektmanagement. Das ist Kommunikation eher, ne? Ja, Kommunikationskenntnis. Wir haben einen gemeinsam genutzten Slack mit einem Kunden. Ja. So, aber jetzt intern beim Zwei-Mann-Team brauchen wir nicht Slack. Ja. Nee, so WhatsApp schreiben. Ein bisschen überdimensioniert. Ja. Kommen wir Richtung Ende des Podcasts, zum Beispiel auf ein heikles Thema, von Zeit auf Geld. Wenn ihr jetzt hingeht und eure Stunden trackt, wie viel ihr arbeitet, wie macht ihr das? Wir wollen gar nicht über Zahlen reden, aber habt ihr ein Geschäftskonto und zahlt euch ein Gehalt und rechnet ihr manchmal euren Stundenlohn, wenn ihr die Stunden rechnet? Ich glaube, keiner von uns ist auf diesen dummen Gedanken gekommen, unseren Stundenlohn auszurechnen. Sollte man auch nicht machen als Gründer. Nee. Nicht mal ganz ehrlich hier raus, macht das nicht. Also klar, wir gucken darauf, dass wir zahlen uns generell gleich viel aus. Ja, Das haben wir uns eigentlich drauf geeinigt. Und dann gucken wir halt, dass wir genügend zum Leben haben. Ist natürlich. Gibt's öfter mal Diskussionen drüber. Ja, jeder hat andere Standards. Das Thema ist aber auch, manchmal ist es halt, dass man irgendwie vielleicht Geld später kommt. Kunden nicht zahlen, gibt's auch. Genau. Und ja, dann muss man auf einmal gucken, wie man die Firmenkosten und seine eigenen Ausgaben und seine. Also wir hatten auch schon 1-2 Monate, wo wir dann auf einmal gesagt haben, okay, jetzt müssen wir vielleicht mal ein bisschen weniger gerade machen und ein bisschen, also dann irgendwann mal wieder ein bisschen mehr auch zurückgeben und sowas. Aber wir machen das auf jeden Fall, das Konstrukt mit einem festen Gehalt, weil wir haben ja alle auch irgendwelche Fixkosten, ne? Genau, Miete und Co. Na klar. Und ne, dann willst du dir irgendwelche Sachen auch nochmal ansparen oder ne, ich war jetzt ja auch im Urlaub. Dann sonst ist ja schwer, damit zu planen. Ja. Und wir haben halt auch gesagt, bei Firmengründung, die Firma ist 50-50, also müssen wir auch irgendwo da die Gleichberechtigung beibehalten. Cool. Und sehr genau. Cool.
Und deswegen halt ja auch trotz GbR, Gesellschaftervertrag, was ja hier schon spaßeshalber als Ehevertrag bezeichnet wurde. Ja, ja. Ja, aber das ist einfach wichtig, weil sonst wird aus einer Freundschaft ganz schnell eine Feindschaft. Und, richtig, das total. Muss man trennen. Und das hört sich immer total blöd an, aber es gibt einfach diese Dinge, die müssen geklärt sein. Ja. Und dann muss ja jeder mit umgehen und dann ist gut. Und dann ist es einmal durch. Ja, wenn wir da nochmal eben bei den Finanzen noch bleiben, habt ihr dann vielleicht auch so eine Formel, zum Beispiel 8%, 10% gehen in Werbung rein, 5% gehen in das rein. Plant ihr das so richtig runter? Haben wir noch ein bisschen Bedarf, ne? Ja, also wir haben, das heißt Bedarf. Das ist ja das Schöne, wir haben aus unserem Businessplan, haben wir die Finanzplanung übernommen. Mhm. Und damit haben wir ja quasi eine Vorausplanung, die haben wir auch zwischendurch mal aktualisiert und pflegen dann quasi so monatlich, versuchen wir es immer dann quasi die aktuellen Zahlen einzupflegen und dann zu vergleichen, passt okay. das mit unserer bisherigen Planung? Stimmt das so? Aber wir haben jetzt keine festen Sätze, wo wir was reinstecken. Ja, genau. Also wir haben so ein komplett so eine Planung, wie der aktuelle Finanzstatus immer ist und dann immer so 1-2 Monate maximal zurück. Und wenn wir den gerade aktueller brauchen, dann wird er mal schnell wieder aktualisiert. Aber wo wir jetzt ganz klar planen, hier kommen, weiß nicht, 5.000 Euro von dem großen Projekt oder was weiß ich nicht rein und davon geht das in den Topf. Das ist eher nicht so. Also, aber das muss man auch dazu sagen. Wir haben ja auch in der Corona-Zeit gegründet und wir haben ja anfangs uns halt ja auch eine Kamera nochmal gekauft, die dann auf einmal natürlich länger im Schrank geblieben ist als geplant. Ne? Ja, deswegen ja. Ja, klar. Ist es vielleicht gar nicht so doof, dass wir es so ein bisschen immer mal gucken, wie das kommt. Ne? Ist, glaube ich, auch schwierig planbar, gerade am Anfang. Ja, ja. Da macht es keinen Sinn, sich auf irgendwelche Prozente zu versteifen und zu sagen, oh, da muss ich. Ändert man, glaube ich, dann auch noch andauernd. Ja, genau. Man sollte einfach darauf achten, nicht alles Geld direkt auszugeben. Ja. Da bin ich mal interessiert, wie ihr das so macht. Ich meine, so, also das ist ja allgemein nicht nur eine Firmenlesson, das allgemeine Live-Lesson. Ja, total. Also nicht Geld direkt ausgeben ist ja auch klar. Ja. Aber es gibt natürlich sicher dann auch so die schönen Momente, wenn man jetzt irgendwie merkt, der Monat war gut. Man schaut so und man merkt, ey, die Firma läuft. Und das ist, glaube ich, schön jetzt Richtung Ende des Podcasts zu sagen, ja, wenn ihr drüber nachdenkt, sogar noch einen dritten Mann ans Board zu holen, dann freuen wir uns auf jeden Fall auf die dritte Folge. Absolut, absolut. Die dann definitiv kommen wird. Nach einem Jahr jetzt nach Gründung, habt ihr vielleicht nochmal ein paar neue Erfahrungswerte und Tipps für kommende Gründer? Was habt ihr mal verkackt oder was lief mal richtig gut? Habt ihr da vielleicht mal was? Boah, wollen wir mal unseren größten Fail? Wohl, der hat sich ja wieder gelöst, ne? Also, welcher? Ja, doch, komm, erzähl. Okay, also wir hatten das Problem jetzt schon mal auch, dass ein Kunde mal nicht zahlen wollte, aber da wollen wir gar nicht zu sehr drauf eingehen. Das ist ja kein Fail von uns. Ja, ja, aber es war ja trotzdem, wir haben damit gerechnet, dass der Kunde zahlt, was halt normal ist, wenn man die Leistung bringt und eine Rechnung stellt und dann kam das halt nicht. Ja. Dazu muss man auch sagen, dass sich das bereits geklärt hat, aber da mussten wir auf einmal auch gucken, okay, jetzt muss ein Anwalt mal ranholen und da übrigens sehr gute Hilfe vom Mediengründerzentrum, da wurden wir direkt vermittelt und so, dass wir gesagt haben, ja, wie machen wir das und sehr am schön. Besten auch medienerfahrene Anwälte dann irgendwo zu haben. Ja, ja, klar. Ja, brauchst du dann, ne? Klar. Ja, voll und das ging echt flott, das war super und im Endeffekt ist es auch kurz bevor es vors Gericht gegangen ist, hat sich das erledigt gehabt, zum Glück. Ja, wir waren auch völlig im Recht davon ab. Aber wie gesagt, ja, wir haben die Leistung gebracht, Rechnung gestellt und es kam nichts. Also das ist, ne? Nee, das geht nicht. Da zweifelt sie irgendwie schon, was haben wir denn falsch gemacht. Aber genau, also das, ich würde sagen, es ist wenig. Wobei, da hast du recht. Einen Fall haben wir gemacht. Wir haben nämlich keine vernünftige Auftragsbestätigung gemacht. Und das ist dann uns in die Hacken gelaufen. Beziehungsweise haben uns das nicht vernünftig schriftlich geben lassen. Ja. Weil unser Ablauf ist ja eigentlich, wir stellen ein Angebot und die sagen das zu und dann ist okay. Aber manche Firmen geben dann Auftragsbestätigungen und die kamen dann halt mit einer falschen Summe an und deswegen haben wir jetzt trotzdem Verlust an einem Projekt gemacht. So, und dann haben wir gesagt, ja, lass uns das korrigieren. Die haben gesagt, ja, das können wir dann noch machen. Ja. Und das haben wir nicht drauf bestanden, dass nee, mach das jetzt schriftlich, direkt, sofort. Ja, aber das ist auch eine Lesson learned dann. Ne? Ja, genau. Und da ist auf jeden Fall der ein oder andere Schein durch die Lappen gegangen. Ne? Alles immer schriftlich. Ja. Auf jeden so Fall. Gut ihr auch Leute kennt, mündliche Zusagen sind nichts wert. Auf eine Rechnung, auch vielleicht für Neulinge, sollte immer drauf stehen, was das Zahlungsziel ist. In der Regel 30 Tage, außer anders vereinbart. Oh ja. Wenn dann nicht gezahlt wird, könnt ihr erstmal eine Zahlungserinnerung schicken. Und dann meine ich 2 Mahnungen, oder? Und dann geht's vors Gericht. Ja, genau. Ja. Bei uns der Kunde natürlich auch einfach, er hat explizit gesagt, wir zahlen nicht. Ach so. Ja, genau. Also es kam halt wirklich vorhin so, hier Aufwandsentschädigung können wir euch anbieten, was halt ein Fünftel vom Gesamtbetrag war. Und dann könnt ihr annehmen oder können wir es drauf ankommen lassen. Das ist sehr frech. Es war auch kein kleines Unternehmen, deswegen. Also da gehen wir jetzt nicht zu so genau drauf ein, weil, ne? Ja. Weil sonst habt ihr, glaube ich, den Anwalt. Ja, genau. Tür, deswegen. Ja. Okay. Aber deswegen, es war, hat man gelernt draus, ist nochmal gut gegangen, nennen wir es mal so.
Das ist also euer Tipp auch? Ja, ich habe mir ja noch mal die erste Folge von uns angehört und da habe ich gesagt, dass man neugierig bleiben soll. Und ich habe mir das, als ich das gestern mir nochmal angehört habe, gedacht so, ja, auf jeden Fall. Also deswegen, ich finde, da kann man fast bei bleiben. Ja, okay. So, bleib neugierig. Weil wir haben halt auch noch mal uns auch überlegt, wie können wir weitere Bereiche auch für uns aufmachen, dass wir halt irgendwie noch mal Dinge anbieten können, die wir bis jetzt noch nicht gemacht haben. Und da sind wir jetzt auch gerade dabei. Fred, willst du vielleicht noch mal von einer Fortbildung, die du jetzt ab nächster Woche beginnst, erzählen? Ja, ich bin ab nächster Woche 4 Wochen beim Summer of Unreal dabei. Okay. Heißt das, Ende August bin ich Profi in Unreal. Das ist mein Anspruch. Unreal Engine oder was? Ja, ja. Boah, mega. Aber für Animatoren und VFXler. Klar, genau. Aber cool. Ja, geil. Ja. Fortbilden auf jeden Fall. Ja, genau. Also und das ist besser als YouTube-Tutorials gucken, weil da lernst du eigentlich immer nur so ein Drittel, wenn überhaupt. Ja, es ist gesamtheitlich, also, ne, dass man das irgendwie gut in einem Kontext auch kriegt und nicht, man sucht sich mal hier was, man sucht sich mal da was. Ne? Ja, aber neugierig bleiben, ne, ist auf jeden Fall, ich bleib dabei. Und hast du auch noch was, Fred? Ja. Immer probieren. Also wenn ihr das Gefühl habt, das schaffen wir nicht. Auch bei Bewerbungen auf irgendwelche Förderprogramme oder sonst was, das Gleiche. Ausschreibung, einfach machen. Man hat nichts zu verlieren, außer am Ende es nicht zu schaffen. Ja, also wirklich, aber das Schlimmste ist, sagen halt, nee, hat nicht geklappt. Ja, so. Ja gut, aber dann hast du irgendwie was gelernt davon. Selbst wenn du eine Arbeitsprobe machen musstest, kannst du als Referenz benutzen. Woanders klappt es. Stimmt. Ja. Und wir hatten jetzt schon so oft das Glück, dass es dann halt geklappt hat, wo man sich am Anfang gedacht hat, oh nee, das klappt ja niemals. Ja, so. Ja, schöne Schlussworte, oder? Absolut. Bleibt neugierig. diesmal müsst ihr aber einen anderen Titel jetzt nehmen, ne? Also nicht schon so gleich. Bleibt neugierig 2. Das war mein erster Gedanke. Ja. Ja, bleibt immer noch neugierig, okay. Jo, also wenn euch jetzt jemand erreichen will und nochmal kennenlernen will oder Fragen hat zum Gründen, wo und wie kann man euch erreichen? Ja, also wir haben ja die Homepage auch in den Shownotes, hoffe ich da mal. Ja. Ist drin, jetzt schon. Genau, sonst Facebook sind wir am aktivsten, einfach weil da unsere Zielgruppe am meisten unterwegs ist, aber sonst auch gerne per Mail anrufen, alles auch auf der Homepage verfügbar. Auch wenn wir bei Instagram gerade nicht so aktiv sind, kann man uns aber auch da schreiben, das kriegen wir mit. Wir sind auch auf LinkedIn. Genau, da sind wir auch noch. Also es ist natürlich viel zu bespielen und wir sind nicht bei allen gleich aktiv, aber trotzdem kann man uns bei allen eigentlich anschreiben. Wir kriegen das auf jeden Fall mit. Cool, mach das. Sehr schön. Alles klar, dann ja vielen Dank für die Einladung, dass wir uns hier mal persönlich treffen konnten und das sogar mitfilmen konnten. Sehr cool. Wow. Ja. Und dann hören wir uns in 2 Wochen wieder. Bis dahin, vielen Dank. Macht's gut. Macht's gut. Tschüss. Jo, ciao, ciao. Boah, ich beende jedes Telefonat mit ciao, ciao.